Hi ihr Lieben, heute geht es um einen genialen kleinen Psychotrick, mit dem man keinen einzigen Fehlkauf mehr macht. Der Trick ist auch keine Spaßbremse, man kann weiter nach herzenslos shoppen. Man wird nur bestimmte Dinge nicht mehr kaufen wollen, weil sie oben Klick macht. Und am Ende des Videos könnt ihr den Trick auch für euch anwenden. Ganz easy, bewusster shoppen und nie mehr Geld zum Fenster rausschmeißen. Wenn euch das Video gefällt, würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen, teilt es auch mit einer Freundin, abonniert meinen Kanal und klickt das kleine Glöckchen, dann verpasst ihr wirklich keins meiner Modevideos. Ich uploade jeden Freitag hier auf YouTube und zwischen den Freitagen bin ich bei Instagram unterwegs, da könnt ihr mich auch finden. Heute habe ich ausnahmsweise mal nichts in der Infobox verlinkt, weil ich nur alte Teile aus meinem Schrank habe, an denen ich euch zeige, was Fehlkauf war und was nicht Fehlkauf war. Dieser Psychotrick, von dem ich rede, den habe ich erst vor kurzem für mich entdeckt oder sagen wir mal neu entdeckt. Und er funktioniert bei mir einfach so gut, dass ich dachte, den muss ich einfach mit euch teilen. Was man dafür kennen muss, ist die Formel der Cost per Wear. Werden einige von euch vielleicht kennen, also Cost per Wear heißt ja Preis eines Teils geteilt durch Anzahl des Tragens. Jetzt werden bestimmt einige von euch sagen, was langweilt ihr uns hier mit dieser blöden Formel? Was hat das bitte mit einem Psychotrick zu tun? Der Psychotrick besteht darin, dass wenn man sich diese Cost per Wear kurz vor Augen führt, bevor man etwas kauft, man gezwungen wird, umzudenken. Und zwar wird man gezwungen zu visualisieren, wie man in der Zukunft in diesem Kleidungsstück im Alltag aussieht und wie man den Alltag bewältigt, wie man so typische Dinge, die man jeden Tag im Alltag macht, Auto fahren, Kind zur Schule bringen, Oma besuchen, was auch immer ihr so im Alltag macht. Man sieht sich vor Augen in diesem Teil und dann macht es Klick. Ich erkläre es mal an einem Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid beim Bummeln in der Stadt. Es wurde gerade Geld überwiesen, Anfang des Monats. Ihr wollt ein bisschen Geld auf den Kopf hauen, kennen wir alle. Dann seid ihr in einem Laden und ihr habt zum Beispiel eine gelbe Hose in der Hand. Die gelbe Hose gefällt euch richtig gut, hat eine gewisse magnetische Anziehung auf euch. Sie flüstert zu euch, nimm mich. Und ihr denkt so, ach, du könntest mich glücklich machen. Das klingt jetzt ein bisschen wie beim Dating. Aber ich bin kein Datingberater, werde ich auch nie. Da gibt es andere YouTuber, die das richtig gut machen. Mit mir als Datingberater werdet ihr, glaube ich, euer ganzes Leben lang Single. Also lieber zurück zur Mode. Die gelbe Hose und ihr habt den Kopf komplett ausgeschaltet. Ja, und jetzt hat man noch so gar keine Lust dazu, vernünftig zu sein und rational darüber nachzudenken, was habe ich im Schrank, was dazu passt. Wann werde ich es tragen? Wie oft werde ich es tragen? Zu welchen Anlässen trage ich es? Gähn, hat ja keiner irgendwie Lust zu. Aber wenn man jetzt mal ganz kurz über die Cost per Wear nachdenkt, beziehungsweise über die Anzahl des Tragens, weil Cost per Wear heißt ja Preis geteilt durch Anzahl des Tragens. Der Preis steht auf dem Etikett, der ist gesetzt. Es sei denn, man verhandelt noch ein bisschen. So, aber Anzahl des Tragens, wenn man sich das kurz vor Augen führt, dann wird man gezwungen, sich selbst in dieser gelben Hose zu sehen. Man sieht also jetzt vor seinem geistigen Auge sich selbst in der gelben Hose, in seinem eigenen Alltag, wie man arbeitet, wie man den ganzen Alltagskram erledigt, wie man zum Beispiel im Auto sitzt. Sagen wir mal, ihr sitzt immer eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde im Auto pro Tag und ihr überlegt euch jetzt, okay, dann sitze ich jetzt in der gelben Hose im Auto und ihr habt aber gemerkt beim Anprobieren der gelben Hose, dass die jetzt ein bisschen eng ist. Und dann denkt ihr euch, ach, eigentlich trage ich ja lieber diese Jeans mit dem bequemen Bund, wenn ich im Auto sitze. Das wird ja bestimmt drücken, dann immer so lang. Da habe ich nicht so viel Lust zu, oder? Ihr überlegt euch, was passt dazu? Denn ihr seht euch ja in der gelben Hose, da seid ihr nicht oben nackt. Da werdet ihr schon irgendein Oberteil vor Augen haben. Und so werdet ihr automatisch darüber nachdenken, was habe ich denn im Schrank überhaupt, was dazu passt. Und dann seht ihr euch, wie ihr in der gelben Hose in euer Büro reinspaziert. Alle Kollegen starren euch entsetzt an, weil ihr eine gelbe Hose tragt, weil alle so konservativ sind. Und dann fällt euch ein, Moment, okay, im Job passt es nicht so, aber die gelbe Hose könnte ich doch zur Taufe von der kleinen Hanna tragen, zu Beates Hochzeit. Ach Moment, und Uschi hat ja auch ihren 60. demnächst, dann habe ich ja drei Anlässe, zu denen ich die gelbe Hose tragen kann. Die gelbe Hose kostet 60 Euro, geteilt durch drei Anlässe, 20 Euro Cost per Wear. Das klingt jetzt erstmal nicht so niedrig, 20 Euro, aber bei Kleidung für feierliche Anlässe, da kann man eine etwas höhere Cost per Wear ansetzen. Aber ich komme gleich noch zur Höhe der Cost per Wear. Jetzt sagt ihr vielleicht, Natascha, das verleitet einen doch dazu, das Billigste vom Billigen zu kaufen. Denn wenn ein Pulli nur 10 Euro kostet, dann habe ich eine Cost per Wear irgendwo im Cent-Bereich, wenn ich den ein paar Mal trage. Aber nein, gerade nicht, denn man visualisiert ja, dass man diesen Pulli auch trägt. Und dann visualisiert man, dass der einfach nicht so gut sitzt. Man sieht einfach nicht so gut aus da drin. Der kratzt total. Also
boah, es juckt ständig. Oder man sieht sich den Pulli nach 3 Wäschen aus der Waschmaschine ziehen und er ist um 2 Nummern geschrumpft. Also wie gesagt, ich habe diesen Trick erst vor kurzem für mich neu entdeckt, beziehungsweise diese Cost-per-Wear-Formel, die kenne ich schon lange, aber mir war nie so bewusst, dass wenn man sich die vor Augen führt, dass man gezwungen wird zu visualisieren, wie man in dieser Kleidung den Alltag bewältigt. Ich will euch jetzt mal ein paar Beispiele aus meinem Schrank zeigen, da werde ich euch mal die Cost-per-Wear berechnen und da werdet ihr bestimmt überrascht sein. Ich starte mal mit dieser Lederjacke. Die hat 300 Euro gekostet, habe ich vor ein paar Jahren gekauft. Ich fand die toll, weil die gut sitzt, tolles Leder. Ich liebe Khaki, das war der eigentliche Grund, warum ich sie gekauft habe. Erst nach dem Kauf fiel mir ein, dass ich überhaupt keine passende Handtasche dazu habe. Und auch sonst meine Klamotten nicht unbedingt zu diesem Khaki-Ton passen, der doch recht speziell ist. So, ich habe die Jacke ungefähr 20 Mal getragen. 60 Euro durch 20 Mal tragen, 15 Euro Cost per Wear. Und das ist eigentlich eine recht hohe Cost per Wear für etwas, was man im Alltag trägt. Wäre es jetzt für einen besonderen Anlass wie Familienfeier oder Hochzeit, dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Denn zum Beispiel ein Hochzeitskleid hat ja eine horrormäßig hohe Cost per Wear logischerweise, weil man es nur einmal trägt. Oder man sollte es nur einmal tragen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der bei einer zweiten Hochzeit mit einem anderen Mann womöglich dasselbe Hochzeitskleid trägt. Ich glaube nicht. Also, für ein Alltagskleidungsstück sind 15 Euro für mich persönlich zu hoch. So, dann dieser Blazer. Ein schön klassisches Teil, der wirklich zu fast allem passt. Deswegen habe ich den auch wirklich oft getragen. Der hat, ich glaube, 250 Euro gekostet. Den habe ich bestimmt 100 Mal getragen, mindestens. Ich habe den auch damals im Job sehr oft getragen, zu allem Möglichen kombiniert. Da bin ich bei einer Cost per Wear von 2,50 Euro. Super. Dann dieser Kaschmir-Pulli, den habe ich vor 4 Jahren gekauft. Der hat so um die 80 Euro gekostet, schätze ich. Hat sich super gewaschen, deswegen habe ich ihn auch wirklich sehr oft getragen. Auch gerne getragen, auch ein klassisches Teil. So ein Ringelding geht halt immer zu allem. So, ich habe den bestimmt so zwischen 40 und 80 Mal getragen. Das heißt 80 Euro durch 40 oder 80, irgendwas zwischen 1 oder 2 Euro. Cost per Wear, super. Dann ein kleiner Flopkauf. Diese Jacke war letztes Jahr total angesagt, also diese Bikerjacken im Wildlederlook in rosa, die gab es überall. Also ja, ich bin ihr auch verfallen, war ein Fehlkauf, denn ich habe sie maximal 4 Mal getragen und sie hat 30 Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, Cost per Wear 30 durch 4, 7,50 Euro. Ja, 7,50 Euro Cost per Wear und hier 2,50 Euro Cost per Wear, obwohl diese Jacke 250 Euro gekostet hat und die 30. Da seht ihr mal, das ist eigentlich, also wenn man sich das Ganze vor Augen führt, dann tendiert man eigentlich dazu, sich hochwertigere Dinge zu kaufen. Also eigentlich mehr Sachen, die ein bisschen klassischer, ein bisschen hochwertiger, langlebiger sind. Und damit macht man am Ende des Tages den vernünftigeren Kauf, ist ja klar. Und hochwertig meine ich auch nicht unbedingt teuer. Es kann auch günstig und hochwertig sein. Ich habe zum Beispiel eine Bluse im Schrank, eine Baumwollbluse von H&M, die hat ungefähr maximal 20 Euro gekostet. Die habe ich bestimmt 100 Mal getragen. Also auch eine super Cost per Wear, obwohl sie gar nicht so teuer war. Und ich habe auch viele trendige Sachen im Schrank, die ich sehr oft getragen habe, wo ich auf eine sehr niedrige Cost per Wear komme. Es kommt also immer auf einen persönlich an, auf das eigene Leben, auf die Lebensumstände, was man im Job macht, was man im Job tragen darf und so weiter. Genauso individuell ist auch die Cost per Wear, die man für sich selbst festlegt. Die kann bei 2 Euro liegen, bei 5 Euro, bei 10 Euro. Man kann das so grob für sich festlegen und ich würde einfach unterscheiden zwischen Kleidungsstücken für den Alltag und Kleidungsstücken für einen besonderen Anlass. Da darf die Cost per Wear höher liegen. Also ich hoffe, mein Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Dann schreibt mir bitte in die Kommentare rein, was ihr von der Cost per Wear Formel haltet und auch davon zu visualisieren vor jedem Kauf, wie ihr in dem Kleidungsstück ausseht, wie ihr damit den Alltag bewältigt. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.